Sagen, dass Sie 96 schon aufgegeben haben nach den letzten schwachen Leistungen. Nein, Ihr Engagement ungebrochen. Und in der Stunde höchster Not bekamen Sie Unterstützung, mit der die Hannoveraner eigentlich gar nicht mehr rechnen durften. Fast 15.000 bei der letzten Saisonvorstellung im Niedersachsenstadion. Und Sie drängelten überall, als würde es der letzte Auftritt in der zweiten Liga sein. So, das war's sein. Sag mal, du kriegst doch eine Fahne von Hannover 96. Ja. Warum? Wofür? Ja, hier zum Jubeln und... Da gibt's doch nichts mehr zu jubeln. Ja, doch, bestimmt. Nein, Hannover steigt nicht ab. Ich kann gar nicht sagen. Heute gewinnen wir gegen Rostock und nächste Woche in Essen noch einen Punkt, dann schaffen wir das schon. Trainer Rolf Schafstall. Keinen Charakter hatte er seinen Spielern zuletzt vorgeworfen. Sie würden nicht so spielen wie eine Mannschaft, die ums Überleben und gegen den Abstieg kämpft. Das Spiel war gerade mal 6 Minuten alt, da hatten die Rostocker ganz im Blau die erste große Chance. Mit Mike Werner und Schalaskiewicz. Und erste Schrecksekunde für Jörg Sievers im Tor der Hannoverer. Rostock ohne die gesperrten Gelbsünder Olaf Botten, dem Torjäger und Dove. Aber der Warnschuss hatte die Hannoveraner wachgerüttelt. Jetzt Kampf um jeden Ball. Die erste sehenswerte Kombination mit Matthias Weise auf Theo Gries und gleich das 1:0 nach genau 8 Minuten. Theo Gries, der Ex-Hertaner, sein 12. Saisontreffer. Nach schöner Vorarbeit von Matthias Weise und Theo Gries stand goldrichtig. Eine Kombination, wie sie 96 schon lange nicht mehr demonstriert hat. Und die 15.000, sie waren dankbar dafür. Das 1:0, es hatte so etwas wie Signalwirkung. Plötzlich spielte Hannover mit Herz und Engagement. Mit Martin Groth, wieder über rechts. Und wieder steht Theo Gries goldrichtig. 2:0 nach 23 Minuten. Ja, so hatten sie das in den letzten 3 Tagen im Trainingslager immer und immer wieder geprobt. Flanken von den Außenpositionen und dann einen Vollstrecker wie Theo Gries, der fast schon den Glauben an sich selbst verloren hatte, weil er nicht mehr treffen wollte. Sein 13. Saisontreffer. Trainer Schafstall hatte für die beiden letzten Spiele Außergewöhnliches verlangt. Und so war es. 96 attackierte wie lange nicht mehr. Mit Martin Groth. Und kaum zu glauben, nach 26 Minuten das 3:0 für 96. Die Mannschaft nicht wiederzuerkennen nach den katastrophalen Auftritten wie zuletzt gegen Meppen und Chemnitz. Martin Groth, erst vor ein paar Tagen hat der 24-Jährige seinen Vertrag bis 95 verlängert. Die Rostocker völlig konsterniert. Ganze 2 Chancen hatten sie in der ersten Halbzeit. Wieder Schalaskiewicz, der Trainer entsprechend sauer. Was ist los mit Ihrer Mannschaft, dass die sich so überrumpeln lassen? Weiß ich nicht, charakterlos einige. Denken Sie, dass die mit der Saison schon fertig sind? Das denke ich ja. Ich habe den Eindruck, die Mannschaft legt sich für Sie ganz besonders ins Zeug. Kann das sein? Also mit Sicherheit muss sie das nicht für mich tun. Weil es dafür keine Veranlassung gibt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich bin hier mit der Mannschaft, den Verein da unten rauszuholen. Und das ist unser Motto. Das hat Trainer und Mannschaft sich auf die Fahnen geschrieben und das scheint zu klappen. Trainer Heinz muss seinen Rostockern zur Pause sehr deutliche Worte gesagt haben, denn sie gaben noch einmal Gas. Mit Bühner und Jörg Sievers mit der ersten großen Bewährungsprobe nur 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Aber die 96er dachten gar nicht daran, das 3:0 zu verteidigen. Im Abstiegskampf zählt jeder Treffer und nach dem 1:4 in Meppen hatten sie ja noch einiges gut zu machen. Martin Groth, das kann im Eifer des Gefechtes schon mal vorkommen. Torwart Daniel Hoffmann, Sauerberg. Man merkt in den Rostockern schon an, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. Sie sind gerettet, aber Schießbubenfiguren wollten sie nun auch nicht sein. Also rissen sie sich noch mal zusammen. Aber dann entwickelten die 96er plötzlich Fähigkeiten, wie man sie seit Monaten hier nicht mehr erlebt hat. Aufopferungsvoll bis zum Unfallen. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, in allen Mannschaftsteilen. Und Jörg Sievers im Tor, wieder mal der große Rückhalt. Mit einem Male zeigte diese Mannschaft Charakter, als wollte sie es ihrem Trainer doch beweisen. Kein Abseits, auch wenn die Rostocker noch so reklamieren. Und wieder Theo Gries, der Torschütze. Er besitzt die Kaltschnäuzigkeit und lässt Torwart Hoffmann auch noch schlecht aussehen. 4:0 nach 70 Minuten.
die 15.000 im Stadion außer sich. Sowas hatten sie in dieser Saison hier noch nicht erlebt. Oh, wie ist das schön, sagen sie. Sowas hatten wir hier lange nicht gesehen, wie recht sie hatten. Und als wollten sie alle Abstiegsängste mit einem Spiel vertreiben, setzten sie noch eins drauf. Jörg-Uwe Klütz, das 5:0, 7 Minuten vor Spielende. Der Schlusspunkt und die beste Saisonleistung. 5:0, dieser Sieg über die restlos enttäuschenden Rostocker könnte sogar 3 Punkte wert sein. Andreas Becker sprach mit den Siegern. War es das für 96 schon? Mit Sicherheit nichts. Wir haben 35 Punkte. Und haben natürlich das 5:0 heute natürlich auch was fürs Torfeld getan. Aber wir brauchen mit Sicherheit noch einen Punkt, wenn nicht sogar zwei. Und wir können jetzt nicht aufhören damit. Es war ein großartiges Spiel. Verdient auch in der Höhe, verdienter Sieg. Aber nächste Woche brauchen wir unbedingt noch einen Punkt in Essen. Wie erklären sich, dass die Mannschaft heute, ich habe sie noch nie so gut gesehen in den letzten Monaten. Na gut, ich glaube, dass die 3 Tage, die wir zusammen im Trainingslager waren, eine ganze Menge mit dazu beigetragen haben. Aber dass hier vor allen Dingen auch einige Persönlichkeiten heute in der Mannschaft waren, die das Spiel geprägt haben, wie zum Beispiel Sievers mit seinen Glanzparaden und natürlich auch vor allen Dingen Theo Gries, der, das muss ich auch sagen, ein unwahrscheinliches Beispiel war auch für jüngere Spieler, was man leistet oder leisten kann, wenn man sich auf die Hinterbeine setzt. Theo Gries, ganz kurz einmal von der Nähe, bitte. Sind Sie sozusagen der Matchwinner gegen den Abstieg? Wir haben noch ein Spiel zu machen. Wenn wir das genauso gestalten, dann ist es scheißegal, wer ein Matchwinner ist. Hauptsache, wir erhalten Hannover 96 im bezahlten Fußball. Ich glaube, das merkt man auch an der Resonanz bei den Leuten. Das hat man vielleicht heute am Engagement auch gesehen. Wir wären alle froh, wenn wir es ein paar Wochen früher so angegangen wären. Muss man ganz kritisch auch so sagen.